Hallo zusammen, hier ist wieder Attila und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar sind wir wieder auf meinem Dunkeleisenzwerg Paladin, mittlerweile auf Stufe 64, fast auf 65. Und wir wollen wieder ein bisschen weiter leveln, ein paar Instanzen machen, sind jetzt hier auf dem Dunkelmond-Jahrmarkt, der eben begonnen hat. Und ja, ich kann auch jetzt ein paar Items nur abgeben. Ich habe nämlich hier tatsächlich ein paar Quest-Items, ein bisschen EP bringt, ja gut, 16.000, gar nicht so wenig, ne? Die kann ich jetzt nur abgeben gehen, beziehungsweise gucken wir mal, wie lange es dauert, dass wir eine Inni-Proc kriegen. Wir brauchen jetzt bloß ein DD, ne, weil uns da noch einer fehlt. Da haben wir noch ein Ding. Ach, relativ instant ging das, ne? Gut, klar, DD ist jetzt nicht unbedingt die Klasse, die man unbedingt dringend sucht. Ja, geben wir mal hier ein bisschen was ab. 2 und Nummer 3. Und die anderen sind da hinten, die muss ich dann hart noch abgeben. So, rein. Ah, schau mal, der Nexus, wunderbar. Und jetzt switchen wir mal wieder ins TS rein. Ich habe mich jetzt kurz gemutet für die Einleitung. Sound resumed. Microphone activated. Und so, jetzt können wir erstmal hier gut Quests annehmen. Eigentlich ist der Nexus eine relativ lange Inni, die sich jetzt nicht so lohnen würde, aber da es hier 5 Quests am Anfang gibt, rentiert sich das eigentlich schon. Hau mal den Mob da weg. Mein Gott. Und hier irgendwie höre ich so ein bisschen Ernüchterung bei dir raus, ne? Kann das sein? Das sind nur so Kleinigkeiten, weißt du? Aber alles gut. Alles gut, okay. Ja, das ist zum Beispiel sowas, das ist halt. Ich hab gerade diesen Heilungszauberschutz unterbrochen und danach kam die wilde Heilung. Ja. Ich hab dir Lukas keine Schuld, als Frau. Jetzt geht's los. Ich bin, glaube ich, diejenige, die am meisten kickt. Ja, das. Ich kann nicht kicken, ich hab erstmal so Labim ab 80. Aber was spielst du auch, Eule? Ist ja egal. Geht halt immer weiter so, ne? Ah, sind wieder CDV war gut. Kommt der nächste. Hier unten kommt dann. Ach scheiße, dieses blöde Zaubersperre-Dings da. Stille ist schon. Jetzt weiß ich nicht, ob wir da unten dann den Big Pull machen sollen, weil der ist schon relativ. Aber du hast ja. Ele ist ja wahrscheinlich ready. Easy. Dings haben wir auch. Machen wir einfach, oder? Easy. Hand auflegen habe ich theoretisch auch noch. Wahrscheinlich werde ich dann aber gefeiert. Warte mal, sind nicht alle da? Kann das sein? Ich kam irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht warum. Ich mache gerade Reload. Keine Ahnung, kann nichts bekommen. Nein, hier keiner eh, ne? Du bist aber in der Gruppe. Naja, okay, dann machen wir jetzt nicht so einen Riesenpull, wenn da noch einer fehlt. Na naja, gut, die können wir noch mitnehmen. Dann. Aber in der Instanzgruppe bist du auf jeden Fall, so reinkommen müsstest du dann, dass du dich reinporten. Du warst wahrscheinlich auf dem Karussell gestanden, kann das sein? Weil da bist du dann auf einem öffentlichen Transportmittel, wie es dran steht, und dann dann wirst du nicht reingeportet. Also ich weiß nicht, also ich finde Nexus ist okay, Hassladen, weiß ich jetzt nicht. Was zum? Nur Single-Target. Das machst du, ja, doch, wie ist keine Ausrede. Das hört sich ziemlich spaßig bei euch an, ne? Ja, Lance weiß nicht. Bernsog und Solarzeitfinger, ey. Und was hat er denn gemacht? Ich hab nur gesagt, keiner eh, weil sonst triggern wir hier alles und ja, es hat halt nicht funktioniert. Ich hab nicht ein Ei geused. Ich hab Solarzorn, Sternsog und Moonfire gemacht. Sonnenfeuer ja nicht. Weil das auf alle Gegner überspringt. Ja, das ist wohl wie ein falsches Target gehabt, ne? Oh, das ist doch wer anders schuld. Ah. Jetzt ist hier. Ja, er wollte die Käfersache testen. Ne? Hast du Logs offen, ne? Und kannst da gucken. So, und jetzt hier ganz wichtig, Bücher looten. Das vergesse ich nämlich auch immer. Ach scheiße, Banner, ja. Scheiße, ich hab's vergessen. Ja, danke, dass du es sagst. Mach ich das jetzt am besten. Warte, dann stelle ich jetzt hier das mittlere Banner auf und stelle dann hinten nochmal das große. Jetzt vollkommen vergessen, ja richtig.
Ja, ich und das Banner, ne? Ich denke da halt leider nie dran. Ich muss mit dem nochmal queuen. Okay, habe ich. Passt. Und jetzt geht's mir auf jeden Fall besser als vorhin. Ne? Jetzt hab ich mich voll gefuttert. Die kleine Pause war ganz gut an der Stelle. Naja, schau, da bist du dann doch für was gut als Bannerbeauftragter. Ach, dieses Geseil. Also, weißt du, hier beim Pala ist das nervig, wenn du ständig gesilenced wirst. Im Druid Tank ist dir das vollkommen wurscht, weil du eigentlich nichts hast, was sie dir wegsilenzen können. Toll, jetzt, ich dachte, du hast keinen Hunger. Ich dachte, du kannst kein Essen mehr sehen. Lass die mal hier um die Ecke rumziehen. Dann können wir die hier mit den anderen beiden machen. Ah, fuck. Was ist los, Leute? Jetzt kann ich nichts machen, weil ich gesilenced bin. Diese Heilung. Muss Bubble drücken. Das sind alles Caster hier. Na gut, jetzt haben wir halt Steinele. Na ja, gut. Safety first. Dennoch, okay. Hast du dich voll gefressen und hast trotzdem noch Hunger. Ja, das ist ein blöde Kombi. Das weiß ich. Müssen wir mal gucken. Drüben bei der anderen Quest musst du auch noch so ein Item aktivieren, das vergesse ich auch ständig. An diesem Klippe da quasi. Da musst du die Bäume looten und den Endboss. Okay, ja gut, das ist eigentlich relativ chillig, was man hier an Quest machen muss. Muss man eh gucken, welche Achtung, Instanzen wir jetzt schon... Burg Utgard waren wir noch nicht. Violette Festung und Drakonhallende Steine sind. Jetzt können wir eigentlich nach dem... ich würde noch einmal Burning Crusade, einmal hier Wortle queuen und dann wieder Burning Crusade. Jetzt haben wir halt schon fast alle Indies hier einmal. Gut, ein Drack dauert eigentlich auch ziemlich lang. Welche Festung ist einfach nur ätzend, weil du nur wartest? Kann ich nicht runternehmen, Chef. Heilende Steine ist okay. Gerade bei Lexi. Der hängt wie ein junger Gott, Junge. Wie ein junger Gott, so. Wie ein junger Gott hängt der Junge. Dem macht's nichts vor. Ich glaube, Lexi hat nur einen Main gefunden. Oh, nochmal Silence, ist das euer scheiß Ernst? Kannst du den Pala mit seiner Heilung echt in die Mülltonne schmeißen, wenn du hier durchgehend gesilenced bist? Und nochmal. Wenn ich da hinten die Flagge aufstelle, dann müsste es eigentlich das Ganze hier abdecken zumindest. Ich zieh die mal noch ein Stück mit. Ich hab Sternenregen gleich, kann ich gleich usen. Mhm. Zieh dich aus dem Regen raus, was machst du denn? Oh nein! Ja. Komm mit alles für den Arsch! Hat du gesagt, dass ich die hier hinterziehe wegen der Flagge? Ja, halt alles schon drauf war. Kann nicht runterlaufen? Du musst Prioritäten setzen. Ich denk mal, das sollte klappen. Jetzt kannst du ja nochmal alles. Lexi, du kannst rein. Ich gebe mir einen Anregen und dann geht's los. Ich kann dir auch noch Anregen geben. Aber gut, wir flexen uns auch so nach und nach durch, ne? Ich muss. Soll ich jetzt einfach unten Stern so reinmachen? Der Sternregen. Sterbt ihr euch da gerade durch die Instanzen? Nö, wir sind nicht einmal gestorben. Okay, das hört sich bei dir immer so an, ob eine halbe Weltkrise wäre. Ja, sind halt immer so, wie gesagt, so kleine Dinge, ne? Okay. Zum Beispiel. Der eine pullt denn das, der andere pullt denn das, der nimmt dann nochmal das mit. Aber ist das schön, nichts Schlimmes. Ist das schön, wenn jeder mal ein bisschen was mitnimmt, ne? Ja, logisch, klar. Arbeitsteilung. Lernt's ja auch draus. Lex, hier rennt doch jetzt alle runter. Oh, jetzt aber hier. Jetzt ist ja, der kleine Aufschau. Oh, die auch noch mitgepult.
Dann geht's weiter. Huch, wer redet denn da hinten so? Ja, du solltest dich im Sternenregen vielleicht. Das sieht nach einem Wasserelementar aus. Ich hol der Exo, der die Freunde hat. Verdammt. Oh, oh. Nein, das war eigentlich Autolaufen, sorry. Stomp! Jetzt haben wir Spaß hier. Ich wollte gerade sagen, bei uns läuft das gut, wir adden nichts, ne? Zack, der halbe Eni ist am Start. Wir sterben aber nicht. Nee, nee, das nicht, wir sind ja eh hier. Alter, kommt der in der Nähe her? Jungs. Okay. Ja, hallo, bitte abnehmen. Ganz schnell, wenn's geht. Ich will nur wissen, ob ihr gleich sterbt. Nein, tun wir nicht. Habt ihr Anregen gegeben? Jo. Ich sollte für das Rix ein bisschen Spaß machen, ne? Nein, ich sterbe nicht. Ich glaube, der hat schon genug Spaß. Ich sterbe nicht, alles gut. Fährst du nur so, ah, tot. Weißt du, wenn ihr im gleichen Level-Bracket werdet, können wir einen Dungeon-Race machen, wer schneller durch ist. Ihr kennt jede Klassik irgendwie besser wie jede mythisch. Was? Wir sind öfters Classic Indies gelaufen wie mythisch plus 0 oder so. Also ich weiß ja nicht, was du machst, aber... eigentlich nicht. Ja, mit dir, Levin, du sprichst mal den Sharp, dann mal den. Oh, höre ich da leise Kritik? Ich hab 2 Chars auf Max-Level, ich weiß ja nicht, wie das bei dir so aussieht. Ich hab 3. Ja, siehst du? Und wo leveln wir denn viel? Ich glaube, 3 ist mehr als 2, oder? Oder habe ich mich da verzählt? Der Krieger... Max du selbst, ne, Reeks? Dass du 3 hast und nicht 2? Oder? Naja. Der war das ist das Same, das Same. Ne? War doch klar, dass wir nicht wipen müssen. Ich ist so easy. Stimmt, hier ist das Banner auch schon wieder, aber gut, da stelle ich keinen sich denn da drin nochmal eins. Ja, die Ini ist halt ein bisschen weitläufig. Oh, da wird 2 vergessen. Plus 8, ich glaube, ich hab mittlerweile 13 oder 14 auf Max Level. Jetzt müssen wir die Ini nochmal machen. Es gibt immer noch einen größeren Fisch. Du kannst dich ja wohl mit jedem anderen Spieler vergleichen im Sinne von Chars hoch 10. Das ist richtig, ja. Also ich glaube, das ist nicht mehr normal, 8 oder mehr Chars auf Max Level zu haben, in dem Stand von BFA. Ja. Ich glaube, wenn ich es drauf angelegt hätte, dann könnten es mehr sein. Ich habe halt schon ziemlich viele auf 110 gehabt, ne? Dann sind die letzten 10 Level nicht mehr der Stress. Das ist halt quasi die Vorarbeit. Auch nur 2, mein Hunter und mein Main halt, mein Turret. Eigentlich habe ich in dem Stand von dem Add-on würde ich gar keine Twinks hochspielen. Da kommt doch was. Wo wollt ihr hin? Was? Wo wollt ihr denn hin? Da kommt doch was. Ja, ich wollte ja nicht ansprechen, das ist ja freiwillig. Auch weitergehen können. Freiwillig ist das. Ach so? Die haben keinen Bock auf das, was du willst, ne? Ich will erstmal Heilung einstellen hier. Ja, du hast doch sonst immer so eilig, deswegen dachte ich, wir laufen gleich weiter. Nee. Ja, jetzt will er mal gemächlich. Die 50 Trash-Mobs, die wollen wir machen. Da wollen wir ich nehme die aber 5 runter. Mobs ist denn wieder zu viel, ne? Ja, ich hätte einfach runterlaufen sollen, ne? Dann. Pass mal auf, das sind jetzt die 5%, Junge. Jetzt kriselt sie bei in der Gruppe, hä? Die Level abgeben. Ja, nee, hey, grüß dich. Hier, ey. Oh, ja. Schaden hier, Mensch. Oh, Damage hier. Oh, wollt ihr jetzt nicht mal kommen? Ja, na. Was will der schon wieder? Er hat gesagt, er geht schlafen. Warte mal, war das dein kleiner Bruder oder wie? Ja, der steht heute bei mir, weil mein Vater auf der Weihnachtsfeier ist. Oh. Ah, okay. Deswegen darf ich heute ja auch nicht raus. Ah. Ich muss ja auf ihn aufpassen. Achso, du durst. Hast du bis jetzt gut auf ihn aufgepasst? Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Ich wollte dir nämlich jetzt gerade sagen, du hast da die ganze Zeit selber am PC gegangen, also richtig gut auf den kleinen Bruder aufgepasst. Aber wenigstens sehr ehrlich, ne? Es ist besser, als wie wenn ich draußen wäre. Ja, nach dem gestrigen Tag. Was willst du so draußen? Was willst du draußen? Wie live? Ach, was ist mit dir? Ist so. Also der Reeks hat da jetzt eine am Start, deswegen, ne? Ach so, läuft das okay. Hm. Da muss ja sagen, Wochenende, Alter. Musst du warten, ne? Ja? Ganz einfach. Wenn der gehört dir, es ist halt so, weißt du? Eine Woche kannst du gerne Zeit mit dir verbringen, aber nicht eine Woche, dann mal Schluss. Ja, und der ist halt so, wenn der das nicht respektiert, dann, ich weiß nicht. Also, dann direkt weg. Direkt weg.
zack, weg. Mit der Einstellung findest du definitiv eine Freundin. Ja, unter der Woche kann ich, aber am Wochenende muss ich zocken, tut mir leid. Mhm. Klingt doch ganz einfach, siehst du? Perfekt. So läuft es wirklich. Und das sagst du ihr ins Gesicht, ganz einfach. Dann hast du aber auch einen von ihrem Gesicht. Das ist halt nicht mein Problem, oder? Ja, kommt doch an, wie sie drauf ist, ne? Ja. Oder wer? Achso, ja, ja, ich wollte Banner stellen, hier. War das erst oder er? Mann, hast du was gesoffen oder was ist los? Du klingst verdächtig, so wie die eine gestern, die ganz schön gut dabei war. Die hat hier, ne? Die hat ordentlich was gebechert. Ja, du bist auch genauso, ne? Vito würde danach nichts mehr sagen, nach der Klatsche. Ach so, er kann jetzt immer noch. Okay. Der Gas. Keine Ahnung. Oh, ich hab einen Kopf bekommen, oder? Okay. Wir müssen noch nach hinten für die Quest. Ja, okay. Ja, und mal ehrlich, die hat doch auch Hobbys wie alle anderen Menschen, oder etwa nicht, deine Freundin. Philipp, hey, grüß dich. Hab ich gesagt, und zocken das ist halt, oder deine, die du am Start hast, was auch immer. Ja. Nenn's wie du willst, keine Ahnung. Ja, auch Hobbys. Nenn's wie du willst. Ist doch so. Und die hat doch auch Hobbys. Und die Hobbys musst du doch auch leben, oder? Also. Ja. Wie du, ich glaube, du kommst da raus. Versuch mal. Das sind schon wieder hier so Deep-Shit-Gespräche. Die man nicht führen kann unbedingt? Nö, kannst du, man kann die schon führen, ne? Das ist alles. Sprichst du aus Erfahrung, oder? Oh, jetzt will das genau rechts wissen. Durchaus. Rechts. Rum. Das ist die Frage, gute oder schlechte Erfahrungen? Ja. Teils. Ich kann dir so viel sagen, wenn sie es nicht respektiert, dass du auch deine Zeit haben möchtest, um zu zocken, dann ist es die falsche, bin ich ganz ehrlich. Wenn sie es respektiert, dass du am Wochenende zockst oder hier ab und zu zockst, klar, dann passt das. Wenn sie sagt nein, dann ist es die falsche, klipp und klar. Ja, redet aber nicht vom Black, oder? Gib mal anrüden. ja. Weil die Entscheidungen muss man respektieren, ne? Wie viele Bäume-Dinger habt ihr denn? Ich habe jetzt irgendwie 2 Splitter, wir haben doch mehr Bäume umgehauen, ich habe wieder nicht gelootet, ne? Ich hab 4. Ach scheiße, das gibt's doch nicht. Ja, ich bin voll. Deswegen habe ich vorhin wahrscheinlich auch kein Blut gekriegt, weil ich so ein Gimp bin und einfach die Mobs nicht loote. Das ist schon so unterbewusst, ich verdräng das schon. Jetzt habe ich den extra noch dazu ja, warte mal. Ihr könnt schon mal weitergehen, ich muss mal zurück. Ah, schau, da flackt schon aber, der erste. Aber einen hast du ja noch am Baum. Ja, ja, ich loote jetzt den einen. Ach, schau. Nee, den habe ich gelootet. Okay. Ja, den einen, den kannst du eigentlich skippen, der da hinten kommt. Also den ich jetzt eben gemacht habe, hätten wir auch auslassen können, aber dann machen wir den halt fix. Nehmen wir den halt fix mit. Ach, was ist denn mit der Wurzel verkehrt? Achtung, Leute, please, nein. Ganz in die Ecke. Yes. Hey, Pult. Oh, na egal. Müssen wir eh machen. In Shape. Ne? Das ist halt schon eine Gruppe, die sich gegenseitig die Schuld zuschiebt, ha? Das meine ich schon so irgendwie. Stasi 2.0, jeder spitzelt beim anderen. Ich weiß nicht, ist das intact? Maybe? Nö. Ich sag nur Tiefenfuhr damals mit B2, Black. Minus 15. Ja, aber. Das hört sich schon so nach so einer Truppe an, die was kann, hä? Wer will auf die Glocke? Okay, Shadpool. Black ist dabei? Oh, das ist eine Truppe, du. Da können 4 Method-Leute dabei sein. Black dabei? Oh. Das wird nix. Der Arme, das kann ja auch nichts dafür. Lootentäler, was? Hab ich den Baum jetzt nicht gelootet, ernsthaft? Oh, ich bin so ein dummer Kacknoob, ne? Das gibt's doch gar nicht. Wissen wir. Was? Der war Reese. User is disconnected from the channel. Oder banned, wusste er aus. Ja, zweiteres. Direkt nein. Auf seinen Nacken. Ich nehm das einfach jetzt mal so hin. Das ist ein Kompliment, oder? Das ist ein Kompliment. Man kann es sehen, wenn man möchte, ne? Ja, das sehen wir. Langsam bin ich mir bei dem Jungen nicht mehr so ganz sicher. Okay, gestern der Kick hat schon gereicht. Ich halte die Fresse.
Na, Lernfähigkeit ist da, das mit der Erdplatte klappt anscheinend, hä? Hm. So. Gelootet haben wir auch, na wunderbar. Schauen wir mal. Naja, vielleicht könnte es reichen fürs Level. Ach, da hat noch einer was geedit hier. Lexi sieht ein bisschen aus wie die Freiheitsstatue in dem Eisblock gerade. Drinners, grüß dich. Na, ziehen Sie doch mal Bappel? Nein, Sie schlagen auf. Schlagen auf. Was haben wir denn hier? Schuhe? Außen? Ja, wir brauchen Crit. Wer braucht denn Ausweichchance? Jack spielt das ganz oft auf dem Handel. Was? Ausweichchance? Ja. Ah, Level Up. Wunderbar. Gut, dann können wir eigentlich gleich weiter queuen. Ich spielen. Ich gerade so gemacht, wenn ihr dann Range kriegt. Ja, das finde ich gerne mal zurück. Ich queue jetzt mal noch einmal hier Wortel rein. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht eine gleiche Inni wieder kriegen. Hast du ja eine geliefert? Boah, die ganze EP, ey. Ja, oder ein Mili-Magier gibt es auch. Mili-Magier, okay. Ja, MM jetzt. Das war jetzt too much. Beschreibe mal einen Mili-Magier. Habe ich noch mehr Spots für den Blackrock kennen? Ja, beim Black Temple gibt es auch noch einen, der ist aber nicht so ganz gut. Hey du Zwerg, ja, hey Super Kids. Setzt sich durch, meinst du? Ein Mili-Magier? Ja, ja, warum nicht? Laut Black setzt sich auch ein Range-Krieger durch. Ja. Range-Krieger? Ach, ja. Nur Äxte werfen, meinst du oder so? Ja, ja. Da geht was. Also, da geht was. Ist kein Witz. N plus 10 ist drin in deinem Bett, auf alle Fälle, ja. Weißt du, das hat er ernst gemeint, das war kein Witz, das war wirklich so. Man kann, er meinte, man kann Krieger ja auch zur Not auf Range spielen, man muss ja nicht immer unbedingt in den Nahkampf gehen. Also, wenn er das sagt, dann. Das war die Aussage beim Team. Muss das stimmen, also. Ja. Ja, also wenn du einen Range-Krieger hast, dann ist das eigentlich der AFK-Mode, ne? Also, ja. Das kann man natürlich auch machen, ne? Ich kann mir auch mal hier AFK irgendwo hinhocken. Das sind immer so Aussagen, weißt du? Das sind immer, naja. Muss man respektieren. Ach, schau mal, die brauchen wir noch hier. Die haben wir noch nicht. Oh, die zieht schon auch wieder eine ganze Weile, die in hier. Ja, die ist halt ätzend, also ich mag die auch nicht, aber da haben wir zumindest noch Quests. Welche denn? Nee, ich hab bestimmt auf dem Kanal noch kein Video zum schnellen Leveln gemacht. Da gibt's bei mir noch gar nichts. Oh Gott, klar war das. Ist das jetzt gerade? Was ist das für ein geiler Kopf, sag mal. Klar, wir haben hier alle Quests schon. Holy shit. Dieser Umarmung der Nykan. Was, Hannes dem Schlingel hallo, soll ich sagen? Hannes ist gar nicht da. Anti ist da. Vielleicht verwechselst du den, aber das wäre schon ein bisschen Beleidigung, muss ich gestehen. Ja, das wäre traurig. Ganz am Mord, wie hast. Rufmord. Gib mir mal eine Rootbeam-Fokus. Da weiß Bescheid. Was haben wir denn dabei? Einen Enhancer? Haben wir jetzt noch dabei? Ja, aber ich bin gestunt. Ich muss jetzt Ding ziehen hier. Mal die Mili-Bob. Gib einfach mal. Ein Moment, Wolf! Vor allem Ebo, ey. Ey, Lexi, Junge. Den Dockel, hey, grüß dich. Okay, du bist kurz AFK, okay. Alles gut, machen wir kurz eine Pause. Das sind ja hier Smiley-Emotes, die ich noch nie gesehen. Also, die hab ich echt noch nie gesehen. Interessant. Beide hassen von Superkids? Nein, stimmt nicht. Weiß ich nicht. Hast Hannes Superkids? Ich weiß gar nicht. Ich glaub, der weiß gar nicht, wer er ist, oder? Ich glaub's fast auch, ja. Nein, weil. Ja. Weiß nicht. Oh, Worgen finde ich schon cool, ne? Männliche Worgen haben was. Als Rogue finde ich sie ganz cool, oder als Duden. Oder als Duden, ne? Ja. Ja. Mhm. Wieso spielt man freiwillig einen Köter? Ich weiß es nicht. Es ist ein Wolf, ne? Das ist ein Unterschied. Ganz ehrlich, die haben was. Nein! Also ich finde Worgen auch nicht so verkehrt. Wenn besser, dann weibliche besser, Nachtelfen die als laufen Brüder, so, dass ja. Ja, du willst ja da bloß unter das Höschen, ne, hier. Na, aber sie, so. Na, da haben wir es da schon. Das willst du beim Walk nicht so. Auf haarig stehst du nicht, ja? Nee. Ja, haarig ist nicht so deins, ich merke das schon. Aber wenn Anti drauf steht, ist es doch gut. Also, jeden das seine, hab ich schon gesagt. Auf was stehe ich? Haarige Walken. Auf richtig behaarte Walken, ja. Wie du hat gerade geschrien, ich finde ja brennende Bäume nice. Kann man machen, ja. Das stimmt, ja. Ist auch schön, ne? Auf alle Fälle.
Kann man machen, muss man aber nicht. Die Atmosphäre, die dort herrscht, ist einfach... Ich hab schon einen Banner gestellt hier. Einfach zum Dahinschmelzen. Ja, ja. Zu brennend. Ne? Brennend. Genau. Nee, jetzt wird's mir zu stumpf hier. Irgendwo hört's da auf. Ernsthaft? Warte mal, habt ihr jetzt von... Alter, ihr habt alles gepult. Jawohl. Das wird jetzt... Ich war's nicht diesmal. So, jetzt Mount. Jetzt müssen wir irgendwie gucken, was habe ich denn noch? Bubble habe ich noch? Jetzt Mount. Dick, also ich werde hier mindestens... Warte mal, jetzt drück mal einmal Hand auflegen, das ist das Erste. Lexi? Ja. Warte. Wo ist bei dir das mal? Haben die den Ring kaputt gemacht? Okay, die kannst du nicht desorientieren, gut zu wissen. Jetzt habe ich nichts mehr, jetzt will ich wahrscheinlich dann abkratzen. Tötet sie! So, ready. Oh, Spirit Link noch. Okay, puh, jetzt haben wir alles raus, aber wir haben es überlebt. Knappe Kiste war das. Das habt ihr nur gemacht, weil ich eine Standarte aufgestellt habt, ne? Und dass ich noch mehr EP krieg von der. Deswegen habt ihr das gehattet, ne? Da gibt's doch bestimmt so ein cooles Schwert, oder? Ja, Lexi, ne? Das hat Lexi so oft letztens gemacht. Könnt ihr mal droppen, ne? Nach all der Zeit. Anti-Type-Sorte-Quest? Habt ihr das Schwert in Zul'Farak schon mal gekriegt, das wo du zusammensetzen kannst? Diese zwei Teile? Ich hab's heute halt, ich wusste nicht, wie man es zusammensetzt auf dem allerersten Account von mir. Das soll anscheinend buggy sein, habe ich gehört. Und, ja, aber seit zwei Jahren irgendwie schon. Also ich hab's... Nee, das haben die mit dem Items... Die haben ja mit BFA nochmal ein Items-Quiz gemacht und und quasi hat das ja davor einen Effekt gehabt und jetzt halt auch, der einen bestimmten Schaden auslöst, ne? Und den haben sie nicht runterskaliert. Und der macht jetzt im Verhältnis ewig viel Damage. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile schon mal gefixt haben, aber wenn du das hast, dann kannst du das teilweise sogar selbst noch im höheren Level anziehen, weil der Proc halt ziemlich stark ist. Also ich hatte früher beide Teile, aber die konnten dann nicht irgendwie, mein Vater wollte es mir dann zusammensetzen, weil ich nicht wusste, wie es geht. Und dann war das buggy. Was macht? Ja, schäfe sie noch an. Du, wie das Schwert heißt, weiß ich nicht. Da habe ich echt keine Ahnung. Du weißt, mit Namen bin ich ein Gimp. Aber das ist auf jeden Fall dieses Schwert, was du zusammenbasteln kannst aus zwei Teilen. Das sind zwei blaue Schwertteile, die kannst du zusammensetzen, hast ein episches Schwert am Ende. Und das hat irgendwie so einen Proc-Effekt und das ist ziemlich stark. Das ist ziemlich stark dann. Schäfe ich halt aber auch rein, ne? Wir sollten den mal aus dem Fossgrab da rausholen. Wäre zumindest eine ganz gute Idee. Jetzt habe ich den Faden vor. Hier, wer war neu? Zockhol war neu, ne? Mit 10.000 Emotes, die ich nur... Ne, gut, ist ein bisschen übertrieben, die ich noch nie gesehen habe. Ach komm, schau doch mal, dass du dich vielleicht ein bisschen vernünftiger ausdrückst. Scheiße, jetzt habe ich Autowalk hier gemacht. Wo bleibt Space, ihr Hund? Digga, warum? Was hat der dir denn getan? Ja, warum hätte ich es ihm gesagt, wenn der super getrennt hätte? Ah, schau mal. Ja, ich glaube, das könnten die sein. Das könnten die echt sein, die Dinger, ja. Die Benjis machen gut Damage. Mhm. Nur freulich. Ja, freilich. Warte mal, ich muss jetzt mit dem anderen Side-Account mal kurz umloggen. Wir sind die Dudus. Wir sind süß. Ja, gute Idee. Schauen wir nochmal einen Banner hier rein. Bisschen extra EP können wir immer gebrauchen. Alter, shake dein Damage. Ja, du siehst aber, ne? Es wird eine Mobgruppe gepusht, die springt erstmal auf 50% so. Ja, noch. Warte mal, was spielt denn? Wir haben zwei Reds, oder nicht? Mhm. Kann das denn sein, dass der eine so hinterherhängt? Ja, weil ich immer zwei dann. Super, jetzt von was für ein Makro redest du denn? Also, erster ist meistens. Was wollte er haben? Theoretisch. Ein Loopbeam Makro. Okay. Ist Beam nicht auf Global Cooldown, oder wie? Gute Frage. Die haben doch mittlerweile alles auf Global gesetzt.
Aber was ist da das Problem? Also wenn es nicht auf Global Cooldown ist, dann machst du halt slash root, ja. slash beam, und also... Bumm. Ist jetzt, hört sich jetzt nicht so an, ob das so eine komplizierte Sache ist, sich da ein Makro zu erstellen. Shit, wie viel brauche ich denn noch an Äxten? 2, ja gut, jetzt muss ich hier gleich nochmal welche weglooten. Ah, da haben wir sogar noch 2. Man fühlt sich da immer übelst gefetzt, ne? Bei so Sachen, die man aufmachen muss. Und dann am Ende sind eh genug da und die liegen nur rum. Außer in der einen, da sind glaube ich zu wenig da. Ich würde sagen, wir ziehen die mal hinter die Ecke, oder? Sehr schön. So langsam, ja. Ich die mal anregen. So, jetzt müssen wir den zweiten Account nochmal hier rein. Ja, gleich da hinten, lauf mal hinter. Hol mir die Mockgruppe da hinten auch noch frei. Ja, Sternregen. Oh. Sternregen ist auch noch ready. Bringt nichts, ich kann den nicht heilen. Ich muss was machen. Oh, ich heil mal kurz. Stell dich hier in die Ecke, wo ich stehe. Wie ist denn da? Hier, wo wir alle sind. Endeffekt ist es mit den Makros relativ einfach. Ich hab sogar letztens gesehen, Cast-Sequenz geht sogar noch, ne? Junge. Irgendwer meinte nämlich, dass sie das komplett rausgenommen haben, aber das scheint noch zu funktionieren. Ich habe letztens da mal ein bisschen was rumprobiert, um quasi mit einer Taste ein bisschen was hämmern, nebenbei was machen zu können. Also dieses Blackrock Farm Ding, dass ich das ein bisschen vereinfachen kann und das funktioniert noch ganz gut. Oh shit. Mal gucken, was ich noch so brauche. Achso, den Kopf vom Endboss. Nee, sonst habe ich alles wunderbar. Geht durchs Portal. Warte mal. Geht die auch um die Ecke? Einfach umkreiden. Siehst du? Da kommt der. Lass mal hier gucken, dass wir wirklich wenig adden. Die können wir eigentlich nämlich auslassen, die vor uns. Können wir hier ganz am Rand laufen? Silence. Hängt. Ja, wunderbar. Ja, wir müssen rechts die Gruppe machen wegen dieser einen Kiste. Wir holen eh mehr ran, ich glaube. Okay. Na, nicht weg. Ich krieg aufs Maul hier. Anti, bist du mittlerweile einfach nur realistisch, hä? Jo, das wird ein Anregen. Was im Bollwerk von Asinoth willst du haben? Das ist eins der geilsten Schilder, die es gibt. Das, definitiv. Das wollte ich früher auch immer haben, hab's ewig gefarmt. Irgendwann kam es dann beim Glevenfarmen von Illidan, ne? Da war es dann mal nebenbei dabei. Ich habe das zum Glück mit dem Worry gemacht. Schild. Wobei das, was ich jetzt mit dem Char hab, ist auch nicht so schlecht. Schau da, das hier finde ich eigentlich auch ganz cool. Alter. Es ist echt nicht normal. Bis der Scheiß auch mal liegt, ne? Was für eine Ini-Seite denn? Dings, Stratholme. Stratholme, gut. Ich muss sagen, die Mobs halten schon auch nicht was aus. Stratholme, die Mobs sind tough, vor allem im linken Teil. Hauen die auch ziemlich zu. Also da sind die fast die Hard-Hitter-Mobs in allen Classic Dungeons. So, dann gehen wir mal zum Ingwer. Ja, jetzt lohnt sich's auch nicht mehr. Jetzt ist nur noch ein Mob. Jetzt bräuchte ich das Banner auch nicht mehr stellen. Ich bin gerade letzter Damage. Kann es sein, dass du das jetzt nur erwähnst, weil du gerade nicht letzter bist? Nö, einfach weil gestern, weil es mir ja nicht so gut ging, hat er sich richtig aufgegeilt an diesen Werten. Letztes Mal habe ich genau das Gleiche. Okay, er die. Also die ein. Also seine sagt was anderes. Ja, ich hab Details. Da ist okay. Er. Da ist er lieber dir. Lexi, was sind deine Daten? Oh, jetzt kommst du drauf an. Pause mal. Sag nichts Falsches. Das ist der entscheidende. Jetzt muss so eine X-Factor-Musik kommen, weißt du? Das genau wissen. Also. Ja, gut. Lexi, seine sagen das, was Weg sagt.
Verdammt! Aber er ist trotzdem nicht letzter im Damage, also. Da könnte ich jetzt auch hergehen, die ganze Zeit sagen, wie viel mehr Damage ich raus habe, aber mein Gott. Eule. Ach fuck, jetzt, das war jetzt total wasted. Ja, aber Eule ist im Low Level gar nicht so geil. Ja, also wir haben die Duelle gesehen, Stern so tot. Degle hoch oder dann rechts? Ja, hoch. Dann hau ich dir mal eine rein. Hauen wir dem mal eine rein. Aber nicht weiter zurückziehen, der kann. Ach, retten. Da hat's den Magier erwischt, hä? Silence. Ja, down. Okay. Komm vor, ich bin einfach nur viel zu faul zu move, weißt du? Das kenn ich, ja. Bringt dich ja eh nicht um. Ich hab eine Barriere drauf, von daher ist mir das egal. Warum killst du mich? Dann kommst du raus. Warum greifst du mich an? Weil du dann rauskommst. Respektiert es. Aber bitte keinen Dots, Alter. Aber die eine droppt wirklich wesentlich öfter als die andere, ne? Ich glaub, die Schildhandklebe war, dass die öfter droppt. Ich hatte auch irgendwie eine, drei, vier, fünf Mal gedroppt bekommen, bis ich die andere gekriegt habe. Also ist teilweise, weiß ich nicht, ob die verschiedene Drop-Chancen haben oder ob es einfach nur richtiges Pech ist. Das kann natürlich auch sein. So, noch ein paar Quests abgeben. Was haben wir denn? Den Ring brauchen wir auch nicht. Handgelenke, doch, die können wir sogar brauchen. Stopp. Ach, wollt ihr, okay. Wollt ihr nochmal Wottel oder sollen wir Burning Crusade anmelden? Mach mal BC zur Abwechslung. Alles klar, dann kommt jetzt einmal Burning Crusade. Digga, was hält der aus? Ach, was ist denn das geleckt? Ich hab angemeldet und na. Gut, und irgendwas habe ich noch was. Ach so, war die Schuhe sind noch besser. Hose. Ja gut, sogar die Hose wäre auch besser. Mit zwei Sockeln, ne? Aber noch zu niedrig, dass ich das hier reinsockeln könnte. Dunkelmond-Buff habt ihr noch? Ich bin gar nicht gestorben. Das wundert mich jetzt. Magst du vielleicht den Sockel mal posten, bitte? Ja, kann ich machen. Moment. Ich poste ihn einmal in der Gruppe. Den hier. Den kannst du erst mit 100 reinsockeln. Also vorher geht's anscheinend nicht. Also 100er Item-Level musst du sein, nicht Stufe. Also jetzt will Wix es wissen. Ja, schau, die Stufe des Gegenstandes ist zu niedrig. Okay, das geht noch nicht. Also das geht. Unter dem Highlight zu sein, na gut. Oh, das ist bitter. Ja, da müssen wir ihn auch nicht mitnehmen, wenn er AFK mitkommt. Aber ganz im Low-Level macht der Heiler tatsächlich noch relativ viel Damage. Vor allem Bollweg. Richtig nice. Ich sag nur Flammschock, bisschen OP. Nur ganz dezent. Mhm. Und was ich scheiße finde, er ist nur OP beim Heiler, beim Ele nicht. Ele ist sowieso so ein Ding, ne? BFA so? Ele ist gar nicht so stark. Ab 8.1 kriegt er einen Patch. Er kriegt einen Patch. Ich glaube, das kriegen alle einen Patch. Außer der Disc. Er kriegt also einen Patch. Der Ele-Patch, genau. Ja. Da gibt's nichts anderes. Ich bin schon wieder Brain AFK. Wobei Ele geht eigentlich, ich hab aber bis jetzt nur 1-2 Ele gesehen, die wirklich richtig Schaden gemacht haben. Mhm. Vor allem wenn du ein Ele mit Gear hast, dann. Oh nein. Oh jawoll. Silence. Komm, basteln wir mal die kleine Flagge hin. Wenigstens ein bisschen was. Und um die Ecke mache ich dann die große. Habt ihr ein bisschen was geholt, ja, ne? Das langsam wird's möglich mühsam. Ja, das hätte man sich vielleicht vorher überlegen sollen, ne? Bevor man halt hier Terz macht. Super Kids. Okay, hier kommt die Hand, das Hand auflegen. Wie lange habe ich denn jetzt? Warte mal. Na gut, 10 Minuten. 10 Minuten ist okay. Gucken, ich dachte eigentlich, dass ich heute so auf 65 komme, ne? Jetzt bin ich eh schon 66, fast 67. Jo. Fast weitergekommen, als ich dachte. Läuft halt auch ganz gut, ne, mit den Weizen so. Ja, also so jetzt, die Inis kommen echt gut durch. Ich habe jetzt heute angefangen mit 57, habe jetzt 10 Level am Abend gemacht und das etwa um 10 haben wir angefangen, so rum. Sowas um den Dreh rum. Ja.
Hauen wir dem auch mal eine rein. Passt schon. Dein Freund auch. Das ist dumm. Ja. Ach ja. Nerub Enkan. Mach mal Name Change, Alter. Was für ein Name. Gerne auch nichts dafür, wenn ihm nichts Besseres eingefallen ist. Den Mob meinst du? Ach so. Ja, dann in den Entwicklern, weißt du? Ja. Oh nein. Muss dich ja eh wundern, dass nicht die meisten Mobs denselben Namen haben, ne? Oh Gott. Das wird Reeds, hast du jetzt noch ein Dings? Am Regen? Jung? Jo. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen auf Glück hoffen, dass, wenn wir jetzt gleich den Boss adden, dass nicht X-Gruppen dazukommen. Wir bleiben jetzt einfach hier stehen und hoffen mal so ein bisschen auf Glück. Der rechte kommt, aber der Patrouille, der kommt. Ach du. Ist für dich. Ach du. Weg, weg, weg. Oh, scheiße, ich bin im Stun. Oh, fuck, wir werden so sterben. Ja. ich lauf ran, ihr habt das Stein, Ele, wir haben alles. Okay, das war eine dumme Idee. Grätzi Palas, ihr habt beide eine Bubble. Ja, ich weiß auch nicht. Aber irgendwer hat mich schon geheilt, warst du das, Weeks? Ja. Digga, der Typ nimmt Safety Life. So. Ich nehm dir gleich wieder. Ich hätte einfach bubbeln sollen, weißt du? Ja gut, man kann auch Wall ziehen, wenn nichts mehr, ja gut. So, ich die andere Gruppe da hinten noch adden. Oh, Mage. Ach, ihr habt noch was geaddet, ne, hinten. Ey, was ist das? Ja. Trotzdem könnten wir es schaffen. Red Bubble hast du auch noch zur Not, Bito. Die macht nach 30 Sekunden. Alles gut. Ich kann nicht taunten, ne? Aber irgendwie stimmt. Ich muss nochmal bubbeln. Mate. Nee, das jetzt werden wir. Also die eine Gruppe haben wir jetzt. Was ist das aber? Der Boss ist tot. Ja. Ich hab die ganze Zeit Akku, ne? Ich versuch von jedem damals irgendwie Akku zu nehmen. Ja. Ne? Jetzt war Vito bei mir im Schaden, weil ich die ganze Zeit geheilt habe, aber das ist mir auch scheiße. Wenn ich mein Akku mit reinschaue, dann war ich ganz unten, ne? Also ich finde das so. Ja, irgendwie hat das funktioniert. Das war hier mal komplett abgeräumt, ne? Jetzt ist alles tot. Aber mein Buff ist jetzt weg, blöderweise. Na, wir haben es gepackt. Ja, alles gut. Die 10%. Alter Shape, Junge, wo kommt der Schaden her? Ja, Shape kann halt Red spielen. Die Frau macht euch nass, ne? Eigentlich nicht. Dann ist es aber noch peinlicher für euch. Du kannst auch irgendwie Tasten, die halt gerade. Ein Heiler wird knapp unter den DDs, also. Ich merke das schon. Einfach zu krass. Auf 3, 1, 2, ne, warte, bis alle da. Oh. Guys. Ja, ich dachte. Du zählst so runter. Warte, bis alle da sind. 1, 2, die laufen los. Das ist wie bei mir im Raid. Ja. Aber da wird eigentlich schon bei 3 gepullt. Oder 1, bei 4. 5, ja. Da zählst du runter und dann bist du bei 3, 4. Das ist der Boss schon da. Pott im Arsch, alles. Ja, einfach los. Ja. Wenn du sagst 1. 2, dann laufe ich mal los, weil ich weiß, es kommt gleich 3. Ah. Oh, gleich clever! Das hat clever, die Frau, ne? Weißt du, welche Zahl nach der anderen kommt? Das hat den Rest der Truppe. Das ist ja schon ausgefuchst hier. Mhm. Läuft noch ein Tick früher los, weil sie weiß, es könnte knapp werden. Ich glaube, Shape, dein Schlafrhythmus wird auch wieder bei der Alte sein. War denn der Alte? Ja, bis um 2 Uhr wach und dann schlafen die dann. Ja, nicht normalerweise stehe ich ja schon fast auf, ne? Ja. Samba Big quasi. City Life. Geh zurück. Ein Sternregen reinknallen, das ist. Ja, oder? Ich weiß nicht, ob das platziert. Das ist bestimmt eine weniger gute Idee. Da haben wir die ganze Emi am Arsch, ist das gut? Silence, verdammt. Ich auch. Nee, immer noch alles gut.
Divinity? Wieder ja, wunderbar, Level up. Es ist so eklig, ne? Ja, es, ich weiß deswegen spiele ich keinen Range. Die Indie haben sie vergessen. Ja. Ranger sind mega entspannt. Ja, Mann. Man schläft fast. Ey, Digga. So. Das gibt's das Mount aber am Ende, ne? Ja, dafür krieg ich's dann. Ach komm, jetzt soll ich gerade abtaunten, dann bin ich im Stun. Ich leg schwer an den 386 mal drin. Könnt ihr brauchen, ne? Ich zum Zerstören, du hältst die Fresse. Ja, Bidu kam rein, fünfmal mitgelaufen, hat's. Ja, das ist wie mit Black und im Hochland muss dann Gulexi sein Headset fliegen sehen hat. Das arme Headset. Das hast du gar nicht fliegen sehen. Doch. Ach shit, das hab ich wieder meinen Banner vergessen. Kannst du das im TS denn sehen, hm? Ja. Ich war zu der Zeit nicht beim TS. Ach, wie hast du das denn mitbekommen? Ich war bei ihm zu Hause, ja, er hat's mir erzählt. Ah, er hat's dir zu Hause erzählt. Mhm. Wahrscheinlich. Klingt was plausibel. Meine, beim Glas Wein. Ach, du darfst gar nicht mehr raus. Beim Glas Wein. Hat er einmal Alkohol getrunken und schon ist er. Meinte, er gehört hier bei den großen Kids dazu. Es gibt ne? Den Paar mal anregen, einfach das mal fangen. Geht nicht, ich kann das nur heilen gehen. Aber gut, so wenig wie der Damage macht, halt. Moment, haben die da echt einen Schutz reingemacht, dass du es nicht irgendwem geben kannst? Ja, du kannst es nur auf Heiler machen. Kannst du es jetzt nicht dem Arcane-Mage geben, der durchballern will? Nein, das kannst du wirklich nur den Heilern geben, das war aber immer schon so. Echt? War das immer schon so? Das war auch das Einzige, was irgendwie Sinn macht, finde ich. Ja, natürlich macht es das Einzige, was Sinn macht, aber ich hätte jetzt gedacht, dass es dem Arcane-Mage auch hättest drücken können, weil der früher konnten die richtig durchpumpen mit. Bei der Eule zumindest. Ich glaube, das kam ja erst mit Legion, dieses Anregen-Gelumper, ne? Nee, Anregen gab's mit Classic auch schon. Ach so, okay. Ja, ja. Man höre die Zunge mit Schwer. Ja, ich weiß, wenn bei Zeit Legion ist, ist halt. Kannst du nur Heiler geben. Hm. Denk an deinen Dunkelmond-Buff. Das ist gar nicht so blöd, ja? Das sollte ich vielleicht machen. Brauchst du ein Portal? Ja. So. Einfach wieder ein bisschen Karussell fahren und dann kann man ja weiter quasi. Ja, wir haben ja jetzt eine Anfrage bekommen, daher. Nee, einfach annehmen, einfach annehmen. Du kannst ja immer rausporten, alles chillig. Ich geb dir Anregen. Jo. Ja, gut. Digga, und dann diese Cast immer noch, ne? Was ist mit dem? Sind wir nochmal hier, okay. Ja gut, aber die ist wenigstens zügig. Portal haben, oder? Ja, der Fury ist 60, deswegen kommen wir immer wieder hier rein. Ich bin doch noch auf der Insel, alles easy. Achso, okay. Ihr könnt ja den ersten Mob schon so machen, braucht ihr nicht unbedingt einen Tank. Ich hol mir bloß schnell den Buff und dann gehe ich wieder rein. Und dann wieder zurück. Schöner Hotch. Sehr, sehr hübsch. Das gefällt, ja? Ja, das gefällt, ja. Look at that. Wer ist denn erste? Rixi. Hat er die Jungs abgezogen? In AOE muss ich auch sagen, ist die Eule bis jetzt nicht schlecht. Ich habe auch gerade auf was anderes geachtet, deswegen war ich jetzt nicht erste. Ah. Range. Hey, gefällt's mir langsam. Find das gut. Bisschen fronten. Mhm. Die Eule ist allgemein im Flächenschaden ganz weit oben, wenn nicht sogar Platz 1. Aha. Was ist also? Sollte so sein. Sollte so sein. Aber der Rangekrieger macht immer noch am meisten Flächenschaden. Der Rangekrieger? Ja, ja, auf jeden Fall. Mit seinem Axtwurf. Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Da geht was. Grüße aus dem Black, dem Keck. Ist 67, stimmt, genau. Ich bin jetzt gerade Level up. Ich spiele heute Abend. Ja, ne? Wird meistens nicht besser. Nö, stimmt. Ich hab gehört, Tiller macht heute nochmal die Nacht durch. Eher unwahrscheinlich. Aber bis um 6. Aber man weiß ja, man weiß nie, ne? Mal gucken. Ach, das war ein Boss? Oh. Ach, das geht mir auch manchmal so. Ich bleib draußen. Ich bleib draußen. Der Huhn, das war ein Boss? Ah. Also nö, hier einen in Dingsterbumster. Hier an Taurus, da habe ich einen für den Trash-Mob gehalten, was ein Boss war. Wurde ich ein bisschen blöd geflamed, was der Scheiß soll. Ich dachte, nö, ich habe nur einen Trash gepult. Ja, der eine, warte, ja, wie hieß denn der?
Immuna, glaube ich, der eine, der sieht halt aus. Der ist kleiner als die Trash Mobs. Ja. Dachte ich halt, dass das. Der steht da sofort dran. Du kommst mit dem Aufzug hoch oder mit dem Port. Dann steht da so ein Typ drum. Dann denkst du, okay, das ist bestimmt der Trash Mob. War nein. Ist nicht das, der Portalwächter? Wenn man so sehen möchte, oder? Der hieß doch Immuna, der Typ. Ich glaube, du meinst den, der über die Brücke drüber läuft, ne? Ja, Immuna, der Seelenwächter. Ach ja, da hatten wir im Mythic-Modus sehr viel Spaß mit dem. Vor allem mit Leuten, die von Plattformen runtergesegelt sind und so. Ach ja, das war schön, ja. Ah, Zeiten. Mit dem Winchester. Wie ist der andere Marvin? Ja, ach, mit dem Eisenpark? Ja. Der war auch so, der sich dann beschwert hat mit dem anderen Tank, dass ich so böse bin, dass ich denen noch ansage, was sie machen müssen, ja. Dann war ich der Böse, ja. Kriegen es beide nicht geschissen? Und dann habe ich denen alles vorgebetet, wie so ein Kleinkind, und dann war ich der Böse, weil ich es denen gesagt habe. Oder mit nicht. Kingarot hatte die auch ganz viel Spaß. Ja, du, wir hatten mit vielem Spaß. Ja. Ganz spaßige Angelegenheit. Jeros? Nee, Jeros war der DD, ich weiß gar nicht, wie der eine hieß. Das war dieser Testiker mit 17 Jahren. Ja, der eine, quasi. Der Muschi genannt wurde. Ja, ich weiß nicht. Darüber aufgeregt hat, weil ja, erzählt das hat. Und dann regt er sich darüber auf, wo ich mir denke, dann, wenn ich nicht so genannt werden will. Klassische Eggman-Typ. Ja. Das war ja der Beste. Er hat gerade zum WoW-Spielen angefangen. Warte mal, jetzt gehen wir aber hinter mit den ganzen Gedöns. Nicht nochmal so eine Scheiße. Weg da. Oh, warum habt ihr den jetzt. What the fuck? Es hat dieselbe Scheiße wie gerade eben. Jetzt aber hier mal ein bisschen Piano. Nein, gerade eben war dabei. Ja, Alex, ich helfe dir aber dabei in meiner Reise. Was wollte ich sagen? Das war ja eh der Geiste, ne? Hier. Ja, der war komisch. Spielt seit dem Ding hat er hat gerade mit WoW angefangen, wurde bei einer anderen Gilde abgelehnt, die weniger Progress hatte. Ich war nett, hab ihn mitgenommen, hab ihm alles erklärt. Und dann erzählt er mir, dass ich keine Ahnung von Raids hab und ne, er ist zwar sein erster Raid, aber er hat voll den Plan und erzählt mir da irgendeinen Kack. Spielt seit einem Monat, spielt seit 14 Jahren das Game, aber er hat voll den Ahnung und ich mach alles falsch. Und wie man dachte, okay, alles klar. Du musst es ja wissen, du hast die Erfahrung. Ja, war ein geiler Typ. Hat nicht mal die hingekriegt, Aggro zu halten, aber erst mal große Welle machen. Ja. Mal auf Reisen kann jeder. Da kennst du dich aus, ne? Nee, der kennt sich am besten aus, der kriegt das Maul am meisten auf. Was tritt denn im Damage denn auf? Oh, Bidus vor dir. Ich poste jetzt mal gleich. Ich meine, Vergleichs. Ach ja. Jo, Natur gesperrt. Nice. Hör mal kurz durch. Irgendwie erinnert mich das immer so ein bisschen an Diablo, wenn ich hier mit dem Pala mit dem Monster rumflitz. Bloß in Diablo war das ein bisschen cooler beim Kreuzritter, da konntest du, da hat das noch Damage gemacht, bist du den Gegner durch und hast sie umgemäht. Das sollten die auch mal einführen. GG. Da war wie du vor ihm. So wie beim Bonk gab's auch mal so eine Fähigkeit, also wo du mit diesem Rollen oder mit Chi-Torpedo, dass du Damage verursacht hast und dann gab es so die Tricks, dass du das eingesetzt hast und gleichzeitig gesprungen bist und auf der Stelle dann quasi gerollt bist und übelsten Schaden rausgemacht hast, wenn du das richtig drauf hattest. Ich sehe hier nichts, dieses Tor. Ich glaube irgendwie zu HFZ war das. Gifte drauf, Dings, Palas können also ich auch mal selbst. Gut, ob jemand spielerisch besser ist, würde ich jetzt nicht unbedingt von der Zeit abhängig machen, die jemand spielt. Es kann trotzdem jeder Kacke sein, der lang spielt, aber eine gewisse Grundahnung, was bestimmte Mechaniken angeht, hast du nun mal mehr, wenn du mehrere Raid-Contents gespielt hast, als wenn du nur einen spielst oder gerade neun im Game bist. Ich Dispel Tank. Safe, mein kleiner Bruder wäre besser wie Black. Schießt doch nicht. Also eine richtige Korrelation gibt es ja nur am Rande, ne? Das sind ja dann Erfahrungswerte. Er kann auch nichts mehr für Riggs. Ja, aber. Ja, langsam wird es ein bisschen anstrengend, dass du bei jedem zweiten Ding ihn einbeziehst, also keine Ahnung. Soll es Beater sein? Oh. Komm mal vorbei. Na wunderbar. Jo. Ist Sternregen jetzt der HCD? Ja. Okay, ich merke das schon. Es gibt auch Druid Heals, die Hots aus HCDs verwenden. Wenn der Tank auf 2% live ist, dann wird angefangen mit Nachwachsen. Nicht mit Nachwachsen, mit hier Verjüngen, ne? Gibt so Leute, ne? Beste, auf alle Fälle. Du bist auf ein paar Prozent und dann kommen die ersten Hots, ne? So Pre-Hotten, sowas macht man nicht. Das ist ja eklig, das geht gar nicht.
Nee, das gibt's doch nicht. Diese RIP Banner, ja richtig. Ey, Wahnsinn, das 5% Banner. Ja, ja. Können wir nur reinmachen. Das ist aber das höchste der Gefühle. Der ist ja richtig geschmolzen jetzt. Letztens waren wir schneller hier durch. Oh! Nee, sind wir von der 8, ja. Kommen die kleinen Kritikpunkte. Also, den nehmen wir auch noch mit. Bei uns lief's jetzt von der Geschwindigkeit her. Bin gespannt, ob bei mir endlich mal die Klinge droppt. Aber wenn einer da ist, liegt der relativ schnell. Nee, kannst du nicht kriegen, weil du Tank bist. Das kriegen wir dann die zwei Reds dann. So, sollen wir mal gucken, hab ich jetzt irgendwas gekriegt? Aber das ist jetzt nicht normal Bollwerk, oder? Ich sauf mal kurz. Ja. So, mein Blutkessel jetzt. Wie viel sind das denn noch? Ante, da hinten ist noch so eine Kiste, brauchst du für den Quest. Warte, warum kommen wir denn immer in diese Low-Inis? Das gibt's da gar nicht. 60er und 61er. Der Fury ist sehr low. Ich brauche nur so ein Weihwasser-Ding. Hey, der, du mein, ja, der, ach, stimmt, deswegen. Ja, jetzt sehe ich das gerade. Deswegen kommen wir jetzt die ganze Zeit in diese Low-Innies rein. Du wolltest doch einen mit 59 immer haben. Ja, aber, ja, dann kommst du aber nur Bollwerk, dann kommst du hier nämlich nicht rein. Weil ich zieh den ran. Ja, zieh alle drei ein bisschen ran. Nee, lass mal. Ich glaube, du kommst, die ganzen im drüben in den Zangermarschen kommst du erst mit so 62, 63 rein. Ja. Dann geht's dann erst los, oder? Na gut, man kann es ja auch theoretisch nachgucken. Man hat ja hier so eine schöne Übersicht. Tiefensumpf? Nee, kannst du anscheinend schon mit 60 Sklavenunterkünfte auch. Mana-Gruft, da geht's dann weiter. Na gut, wir können jetzt eh schon voll viel gehen, ne? Also, ich könnte voll viel gehen mit 67. Ihr seid ja eh nochmal ein Stück höher als ebenfalls ich, oder? Ebenfalls 78. Ja. Ja. Na gut, du levelst dann bald aus unserer Level-Range raus quasi, ne? Zwei Level hast du noch. Ja, sobald das soweit ist, dann gehe ich dann erstmal offline mit dem Char, denke. Ja gut, weiß nicht, wie lange ich hab nicht mehr so viele Alis in dem Fall. Mein einziger, den ich noch irgendwie spielen kann. Sonst nur Hortler. Ach, jetzt bin ich wieder gestunt. Ich muss bubbeln. Ja, fuck, ich hätte die Bubble binden müssen. Das war nix. Ah ja, komm, ich laufe rauf. Nice, Jungs. Na schau, ich habe schon wieder die ganzen Mobs nicht gelootet. Ach ja. Ach ja. Brauchst du immer noch Blut oder was? Nein, nein, nein. Mittlerweile bin ich beim Blut fertig. Also das wär's ja jetzt. Das wär's ja jetzt. Nee, nee. Mittlerweile sind wir mit dem Blut einmal durch. Oh, Alter. Ja, mit der Stunde sind wir auch gleich wieder durch. Ja, auf den komme ich auf jeden Fall nur auf 68. Dann schauen wir mal. Hallo, sie müssen selber mal was usen. Was, ach, dann kriegst du voll wieder ein Schild in die Fresse hier. Unglaublich. Oh, das war jetzt... Oh! What the fuck? Das ging schnell. Das ging schnell, ja. Die Carsten hat alle auf einmal... Warum kamen die jetzt denn alle dazu? Ich bin gar nicht so weit vorgelaufen. Oh. Haben wir noch irgendwas? Was hast du getan? Renn ganz schnell nach hinten. Wieso hab ich abgefunden? Okay. Ja gut, das... Ja, da müssen wir vielleicht kleinere Brötchen backen hier. Also alle wollte ich eigentlich nicht haben, das war jetzt... Mit einer Vorwarnung wäre es vielleicht besser gewesen, ey. Der Steinelementar gezogen werden, alles drum und dran, weißt du? Oh, da kommt... Ja, ich glaube, selbst mit dem Ele, das sind halt alles Caster, die hauen halt übelst rein. Alter, wir haben ja halt wirklich alles. Lass die raus. Kannst du halt versuchen zu kiten, aber die werden... Nee, nicht du hast... Das Problem ist, du hast ja so viele Caster, da bringt das Kiten auch nicht sonderlich viel. Gibt dir Anregen. Oh. Ich bin halt auch durchgehend im Seil. Alter, ich komm mal... Das kannst du halt vergessen, ich bin halt durch. Ich kann nicht mal einmal meine Dings ziehen. Vielleicht resette die lieber. Ich kann nicht mal mein Hand auflegen drücken, weil ich nur im Silence war. Niemals. Der Caster Schaden haut halt ziemlich rein. Du hast halt da ewig viele Mobs und du hast halt das Problem hier.
Die Anzahl wäre gar nicht das Ding, du könntest tatsächlich kiten, aber die du bist Stille halt. ist das Problem, die Ja, Stille. du bist ständig im Silence und im CC. Das ist das Ich Problem push. an den Mobs, wenn du da zu viele hast. Du weißt doch, warum Shade so viel Damage macht. Sie hat wegen dem Talent Alpha. Richtig Oh, stark. ja. Ha haben wir sie, haben wir sie tot gezerrt, die Viecher? Ja, Weil wunderbar. Ito hat das Talent nicht. Oh mein Gott, grad noch Easy. ein. Bäm. Tot gezerrt hier. Aber die loote ich jetzt nicht, keine Ahnung. Wolltest du keine Mounts farmen? Habe ich schon. Ich war, wo wir angefangen haben zu streamen, quasi in Dings drin hier, in King's Rest und in Freehold. Und das mit zwei Chars sogar, also einmal mit Allianz, einmal mit Horde. Und hab da halt wieder versucht, die Mounts zu kriegen, aber naja. Wenn sie nicht droppen, dann droppen sie nicht, ne? Das ist leider so. Lass sie mal reinkommen kurz. Aber ich gucke, dass ich halt jede Woche da Okay, ich stehe einmal mal. rangehe und ja, irgendwann kriege ich es schon. In Underworld habe ich es ja schon bekommen mittlerweile. Gibt's Cast? Ja, Cast-Sequenz geht tatsächlich noch. Ich dachte eigentlich, dass sie es rausgenommen haben. Aber das funktioniert noch. Ich habe letztens erst ein bisschen rumprobiert mit dem Cast-Sequenz-Makro. Was du denn jetzt geschiebt? Ja, hab ich. Aber warum? Ich wollte immer wieder raus. Ja, also bis zu dem. Jetzt sind wir wieder voll Silence. Musst du Komm, respektieren. ich muss Deswegen habe babbeln ich ihn diesmal. geschickt. Zu respektieren. Ehrenlexi. Diese Drecksviecher. Also dieses dumme So, ein Gesilence ist Blubit. schon nervig. Ja gut, das hat jetzt natürlich den Monk Ja. erwischt, ne? In der Bubble Jetzt. drin. Jetzt kommt's. Ich rette den Hans Wurst. Jetzt kommt's. Was kommt jetzt? Komm, komm. Halt, dass wir einen Caster weniger haben, habe ich den erstmal geschäbt und dann hätten wir den Rest machen können und dann halt den, Halt aber. Naja, Ist okay, ich halte die Fresse, da hast du deine Ruhe, ist Nicht okay. du! Ja, ist okay. Das würde ich jetzt auch sagen, Andi. Ja. Oh, jetzt geht's hier los. Ja, Beef hier Ich ab. dachte jetzt, ich krieg das schon Ja, vorgemacht. Ich krieg's natürlich nicht und Bilo schreibt GZ, du blöder Pisser, ey. Tja, der hat mir auch Jetzt. schon wieder was geschrieben. Der wollte unbedingt bekommen, wollte er das, um es zu zerschrotten. Ist Hat schon ein mir das bisschen bei uns unfair, oder? Findest du geschrieben. nicht? Das ist ein Assi, ja. Auf Ja, jeden klar, Fall. gut. Dafür stehen wir uns auch, ne? Jetzt Auf jeden rasen wir Fall, wieder rein, Alter. aber. Der wird reingegeiert beim Mount, hä? Das Ding ist, Bito hat das Mount eh schon. Richtig. Der hätte es Ja. behalten oder zerstört? Er hätte zerstört. Hat er mir geschrieben zumindest. Ja, das kannst du ja auch abgeben, ne? Ja, Er hätte es gut, aber sogar. zerstört. Hat er mir geschrieben. Bido ist halt ein Assi. Ihr seid schon so welche, Normal, null ist halt sozial, Bito. ne? Sozial, was ist das? Solchen Leuten hast du es nicht leicht. Komisch, da ist er über dir. Fake News. War aber ein guter Run, ey. Ach komm, dieses Kackschild, ne? Hast du das gesehen? Fliegt so weit, dass es da noch addet. Ja, komm, scheiß drauf, Hand auflegen. Wir machen jetzt keine Experimente mehr. Das sind diese Dynamitwerfer, die hauen hier so einen Schaden aus. Shape einfach über. Doppelt fast schon. Ja, die Frau carried euch. Ja, die. Ja gut, ich als Heiler hab da nicht so viel Einfluss auf den Schaden. Ach ja, der WW muss ja noch für die Deutscharbeit lernen. Er will für die Deutscharbeit lernen? WoW-Meister hat Stummbrühe geschrieben, brauchst du nicht, er ist schon zu gut für Deutsch. Also er lernt schon was Okay. anderes Sprachen. Ja, schrecklich ich gerade nicht, aber gut. Lies einmal den Chat. Ach so. Naja, ein bisschen Ironie, ne? Ein bisschen Selbstironie schadet auch keinem. Ja. Ah, oh, wieder gestunt. Das ist doch ein nerviger Mist. Wo bist du? Ach, jetzt sind wir gleich bei der Stunde wieder zusammen. Der Instanz machen wir dann erstmal, wenn dann Break oder für heute Schluss mal gucken, je nachdem. Naja, Level up. Jetzt bin ich jetzt 68, wunderbar. Habe ich mehr gepackt, als ich dachte, ne? Ja, Sind erste 10 Probleme Level habe ich tauschen. allein jetzt schon gemacht. Wie viel Level habt ihr gemacht, Anti? Nochmal,
wie viel Level ihr jetzt gemacht habt heute Abend? 3. Der Lexikon-Spiele, wie ich hab. Gute Frage. Ich hab 5 und bin bei 97%. Weiß gar nicht, ich glaube 6 oder 7? 6? 6,5. Gut, was wollte ich? Ein bisschen spät angefangen, ne? Ja, gut, wir haben ja ähnlich angefangen. Ich habe ja auch um 10 angefangen, etwa. Ja, genau, da haben wir auch losgelegt. Ja, wir haben hier angefangen hier mit meinem BlackRock-Ding. 57 war jetzt, bin ich. 68, ja, sind sogar 11 Level. Ja. Ging jetzt echt zügiger durch, als ich dachte. Also, wenn sie das jetzt nochmal um 30% nerven, ja. Ne? Dann sind das nochmal 2-3 Level. Oder wären es. Ich auch noch einen. Ja, ja. Wenn du halt keine faulen Eier dabei hast, dann geht das mit den Innis. Aber so ist das nun mal. Also, ja, macht schon viel aus. Und ich glaube, das wäre auch irgendwann mal langweilig, weil wenn es immer funktionieren würde. Ja gut, klar, du musst auch ab und an mal eine schlechte Gruppe haben, das ist klar. Ja. Deswegen nimmt man dann den Riggs mit, dann passt das wieder. Richtig. Was? Er lacht absolut wie ein Kleinkind. Was? Ich sag nicht so böse. Er lacht. Das ist doch nicht böse, das ist doch ein Kompliment. Okay. Das zeigt seine Männlichkeit. Naja. Geht so. Hast du schon wieder einen neuen Account gemacht? Himirane. Nicht dein Ernst, ne? Oh, wo habt denn. Oh, wo war ja, wir haben halt alles geaddet. Was kommt denn das her? Der hat dich gerade gebannt. Wer war das wohl? Okay. Also, Ehre. WoW-Meister, ehrlich. Bleib doch einfach auf dem einen Account. Ja, so also langsam nervt es. Irgendwie sich 10 Accounts zu machen. Ist ein bisschen affig. Keine Ahnung. Kamen denn die jetzt alle hier an der Seite? Das verstehe ich auch nicht ganz. Da muss ja irgendwer reingeschossen haben. Vor allem, er nimmt sich die ganze Zeit. Er nimmt sich ja für mindestens 5 Minuten, so einen Account zu erstellen. So. So viel Zeit will ich nicht mehr investieren. Ah, du bist ein bisschen faul, hä? Kurze Frage mal an die Dudus. Der Vortex vom Dudu, macht der in Raid allgemein mit dem Spuss ab und an mal Sinn? Der macht so, sehr viel Sinn. Ja? Der Vortex, ja. Du kriegst halt und schön auch Mobs die zusammen. Den Tank, die ein bisschen Luft verschaffen willst, wa? Und Mobs, ja. die wegrennen und kein anderer, kein DK mehr grippen kann, kannst du die auf alle auf einem Haufen haben, bevor sie noch andere Mobs holen. Was mit dem aktuellen Update, so was letzte Woche, ich weiß es gar nicht, sehr positiv ist, wenn die Ads wenn sie sterben, ihre um sich herum verstärken, weißt du, musst du die alle auf einem Haufen haben und wegbomben. Okay. Da es aber in vielen Instanzen auch Ads gibt, die wegrennen, weil weiß der Geier warum, musst du sie einfach bei dir behalten. Und nicht jede Klasse hat das halt. Mitnehmen dann wirklich. Weil die Fähigkeit. Ist schon sehr wichtig, ja. Brauchst du nicht immer, also nicht jede Woche, das ist klar, aber ist schon geil, das zu haben. Gut. Ja, lass mal was probieren, warte mal. Ah. Was willst du probieren? Ring. Ach, hätte das geklappt. Ja, jetzt haben wir noch mehr geaddet. Ja, super. Oh. Das war der Monkey jetzt, toll gemacht, fein. Ja, jetzt. Oh, er hat was ausprobiert. Er hat was ausprobiert. Dem Pool vielleicht geklappt. Jetzt haben wir hier halt alles. Ich glaube, die kommen dann in Kombi. Wenn du die zurückkickst, dann kommen die schon in Kombi, die Viecher. Ich glaube, die sind nicht in Fight. Also hundertprozentig bin ich mir nicht sicher. Ich denke halt, dass sie dann in Kombi kommen. Anti, ich hole mir auch was kurz zu trinken. Okay. Schmeißt die bestimmt wieder ein Ender rein. Ja, Mann. Nee, ich hab keine mehr. Ja. Neues Wohnen. Ja, muss man respektieren. Absolut. Genau. Absolut. Ja, mal gucken, was die auf dem anderen TS machen.
dir ist klar, dass das Dominik sind da. Ja, dir ist schon klar, dass das ein TS von nicht von den einen ist, die da letztens da waren, sondern von irgendeinem. Klar, aber vielleicht ist er ja wieder Assi-Treff. Nein, die werden halt Discord machen, ne? Haben sie ja gesagt, dass die eigentlich auf dem Discord sind. So, EP haben wir gekriegt, wunderbar. Letzte okay, der war so schön. Oh. Hier, der Heiler ist raus, wunderbar. So, wir sind jetzt mit der Stunde auch durch, ne? Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao.